Ich fühle mich gerade irgendwie so komisch, als hätte ich irgendwas falsch. Ja, ich auch. Hey Leute und willkommen zu der allerletzten Folge von M1 2019 bei Racing Point zusammen mit Jan. Das ist ein bisschen traurig, aber ich darf dich trotzdem recht herzlich begrüßen und euch auch. Was sagst du so? Es geht, also ich habe jetzt zum letzten Rennen nochmal ein komplett neues Setup. Hier von dem, wie ich auch sitze hier, ne? So. Das ist ganz verrückt. Nochmal ein bisschen. Leute, aber ohne Spaß, auf Platz 3 bei dir auf Platz 2 kommen oder auf Platz 4 abrutschen. Bei dir ist es zwar jetzt ein anderes Setup, aber ich fühle mich gerade so, als würde irgendwas fehlen. Also, ich nehme gerade das Lenkrad auf. Ja, so fühle ich mich echt. Also, ich fühle mich echt so, als habe ich irgendwas vergessen gerade. Ich hoffe, es klappt alles, Leute, und ich hoffe, dass wir auch einigermaßen gut fahren werden. Ich sehe schon, du paste schon raus, ich mache mich auch mal auf den Weg. Abu Dhabi nicht so geil. Geht. Das stimmt. Aber es ist nicht so geil. Weiß, Punkte sind nicht geil. Unfälle hatten. Also ich, ganz ehrlich, ohne Spaß, mir ist es eigentlich scheißegal. Also ich will. Auch extra drauf. Ich will hier nicht die euch jetzt als Zuschauer oder so irgendwie so, ja, ich habe keinen Bock mehr oder so, ne? Das will ich nicht. Aber an sich ist es auch komplett egal, weil die Saison ist nicht gut gelaufen, ich fahre echt sau schlecht und ich habe aber absolut keine Zeit, um irgendwann mal Test zu fahren und deswegen bin ich auch jetzt keine einzige Runde Test gefahren. Ja, ich bin auch jetzt wieder aber nicht eingefahren, seit dem letzten Rennen hab ich nichts mehr gemacht. Das war schon scheiße, die letzten paar Rennen komplett. Ich bin in den letzten 3 Rennen jeweils rausgeflogen. Ich weiß nicht, 4, 5 vielleicht schon. Ich weiß es gar nicht. Ich habe in Brasilien gewonnen. Ja, ich habe dir ja ein bisschen damals geholfen, das weiß ich noch. Aber so an sich läuft schon echt scheiße. Was wir gesagt haben, ist, dass es auf jeden Fall noch eine andere Saison geben wird. Wir werden jetzt eine kleine Pause machen, auf jeden Fall. Und werden dann aber wieder 2020, genau, wieder reinstarten. Bei unterschiedlichen Teams. Und werden mal in unterschiedlichen Teams gegeneinander quasi fahren. Ansonsten hatten wir, das ist ja unsere dritte Saison insgesamt ja, schon, oder? Ja, also unser dritter F1-Teil. Wir haben dritter F1-Teil, ja. Wir haben mit Ferrari gestartet. Und dann sind wir zu Red Bull gegangen. Und dann jetzt hatten wir nochmal angefangen mit Renault, dann kam aber schon dieser Teil hier raus, also quasi 3,5. Ja, war der ja viel früher als normal rausgekommen ist. Aber beim nächsten Jahr kriegen wir es auf jeden Fall hin, dass die, was wir mit Renault gestartet haben, dieses Mal in unterschiedlichen Teams pünktlich startet. Wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich spannend und dann würde ich sagen, pesen wir jetzt über die Startgerade. Genau, er ist gerade schon in meiner ersten gezeiteten Runde und ich bin jetzt drin, ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe mir tatsächlich mein ganzes Brasilien-Rennen angeguckt. Ich habe auch dein ganzes Brasilien-Rennen angeguckt. Was immer noch nicht draußen ist. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen. Du hast so geraucht. Das ist doch nicht draußen, ne? Ja, oder ich habe irgendein Rennen habe ich mir auf dem angeguckt. Ja, aber nicht Brasilien. Naja, auf jeden Fall weiß ich, dass ich bin ich ganz bei dir. Ja, genau, dass ich ein bisschen vorsichtiger fahren will. Ach nee, ist ja nicht so, als hätte ich dir das immer gesagt, nachdem ich rausgeflogen bin. Ach ja, das war USA, war das was? Ja klar. Was ich gesehen habe. Also stimmt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist Mexiko und USA raus. Brasilien kommt jetzt dann in 2-3 Tagen raus. Stimmt, ja, ich hatte. Also, was heißt 2-3 Tagen? Aber dem Wochenende. Ja, du hast recht. Ich wollte gerade die ganze Zeit, habe ich schon gedacht, hey, der verarscht mich hier. Aber nee, stimmt wirklich nicht. Ja, siehst du, ich bin. Ich habe mein Brasilien-Rennen geguckt und von uns beiden das USA-Rennen. So. Ja, mein Brasilien-Rennen war das beste von den dreien, die du dir jetzt angeblich angeguckt hast. Ja. Das Brasilien-Rennen war das beste. LOL. Aber selbst da bin ich ja dann irgendwann rausgeflogen. Alter, ich bin so schlecht. Welcher Platz bist denn du? 4. Oh, so schlecht. Ja, aber normalerweise im 5-Plätze-Grid. Scheiße, da hab ich gar. Ich bin Platz 9. Ich hab den nicht mal. Ja, kein Bock mehr. Irgendwie blockiert oder irgendwas. Dein Ernst?
Ja, natürlich. Zeit sparen muss auf jeden Fall. Wir sind doch gar kein Zeit. Ja, heute Alter. Nicht so, aber trotzdem, das macht eh keinen Sinn. Ja, aber ich bin ich. Du musst ja, langsam fahren. Kannst noch eine fahren. Fährst du ja, jetzt? Ja, ich fahre meine auch noch. Du fährst ja jetzt noch eine, ne? Ich fahr noch eine. Also jetzt eine langsame und dann direkt eine schnelle, ne? Ja, ich muss aber sehr, sehr viel Benzin sparen. Dann passt es auf jeden Fall. Wenn ich nur 1,88 habe. Ja, das war das Problem bei mir. Ich habe mit Absicht ja eigentlich kein Benzin mitgenommen. Ich wollte nur eine fahren und da relativ leicht sein. Dementsprechend hätte ich jetzt wieder in die Box gemusst, hätte dann wieder rausgemusst und so. Und das dauert mir einfach zu lang. Da kann ich nicht mehr drauf. Das Ding ist ja, weil jetzt eine 5-platzige Gridstrafe und... Echt? Hast du 5-platz Grid? Ja, ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ja, der ist mir noch nicht mehr draufgefahren. Ich hab's einfach so fürs Blockieren bekommen. Das ging ihm sonst nie so schnell. Also, der hätte auch auf jeden Fall eigentlich vorbeifahren können. Es war jetzt nicht so, dass ich alles blockiert habe, sondern ich war zwar auf der Ideallinie schon, aber da war F1 mal, fand ich, schon streng, relativ ja. Streng. Hast du genug Benzin? 1,6. Ja, das reicht aus. Die fahren, glaube ich, alle in die Box vor dir, dann hast du auch Platz. Ja, dann drück dir nochmal die Daumen, dann fährst du nochmal eine und dann machen wir hier Qualifying. Stop. Vielleicht war ich jetzt in der Runde tatsächlich zu vorsichtig. Und du tatsächlich jetzt auf Platz 9. Ja. Ja, die fahren alle in der Box, oder? Ja, zumindest sind alle anderen in der Box. Also, da stand überall jetzt Box, 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 Box. Keine Ahnung, was die machen. Ja, als ob du so schnell wärst und die einholst. Vielleicht kriegst du ja noch schnell DRS. Schnell bin ich wirklich nicht. Ja, DRS hat man sowieso. Stimmt. Upsi. Ja, Windschatten meine ich natürlich. Ah, ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung, also... Ich bin natürlich nicht gut gefahren. Man muss ja. Ehrlich sagen, ich habe diesen Groove noch nicht, ne? Also ich spüre das Lenkrad noch nicht auf der Strecke, so, ich weiß nicht. Das habe ich, die Strecke aber, ist auch eine hässliche Strecke. Das habe ich aber in diesem F1-Teil allgemein nicht. Also im letzten F1-Teil, da konnte ich am Ende nochmal richtig punkten. Einfach aus dem Grund, weil ich immer genau bei jeder Kurve wusste, wie stark ich einlenken muss, damit ich die Kurve gut nehme. Und das habe ich hier gar nicht. Also in diesem F1-Teil 0. Ich habe das Feeling 0,0. Ich muss mich immer richtig anstrengen, um den richtigen Punkt in der Kurve zu finden. Und ja, anstrengen muss ich mich auch immer. Und bis ich diesen Punkt in der Kurve finde, vom Lenkrad her, das ist halt, das kostet mir extrem viel Zeit. Und dementsprechend langsam muss ich auch in die Kurven reinfahren. Alter, minus 1,2. Wo ich da gerade so eine Kacke gebaut habe. Wenn du genau weißt. Oh, jetzt. Jawohl, sehr schön. Nice. Wenn du genau weißt. Mir geht's gut, ja. Oh Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Ich sehe mich also nicht mehr. Ich bin letzter. Also bin ich auf Platz 6. GG. Bin letzter Platz. Du bist letzter. Als ob. Ja, die haben mich alle nur überholt. Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe zwar auch nicht erwartet, dass ich Platz 9 bleibe, aber 20. Ja, danke für gar nichts. WTF. Also bist du richtig gut gefahren. Aber ich habe auch immer irgendwie so kleine Aufnahmeprobleme. Also was ist Aufnahmeprobleme? Also die Facecam nicht. Nimmt bei F1 nie richtig flüssig auf. Ja, deswegen habe ich mittlerweile, nehme ich meine Kamera einfach nur über die Kamera direkt auf. Also ich schließe das immer vom PC weg. Jedes Mal. So, Rennstrategie. Ja, mal scheiße. Rot, gelb, gelb. Oder rot, rot, gelb. Ja, was für eine Frage. Mach ich rot, rot, gelb. Nee, rot, gelb, gelb. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, dementsprechend, wenn man diesen Punkt findet, wie man in die Kurven einlenken muss. Ja, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie man das in echt, bei den echten Rennfahrern, die machen es ja auch so, dass sie es trainieren, dass sie die Strecke tagelang fahren und dann wissen sie genau, wie sie sich da zu verhalten also. Haben. Ja, genau das fehlt mir halt ein bisschen so diese Saison.
Und weil du nie Training fährst? Weil ich nie Training fahre, weil ich allgemein nicht lang fahre bei den meisten Rennen und so. Und dementsprechend langsamer muss ich in die Kurven reinfahren. Und das ist dann das Problem bei mir. So sehe ich es zumindest. Ja, ja gut, aber immerhin besser als zu schnell und dann alles kaputt. Ja klar, also ich bin allgemein jemand, würde ich selber von mir behaupten, der vorsichtiger fährt, also zumindest vorsichtiger als du. Ich bin doch schon ziemlich häufig rausgeflogen dafür. Ja, ich habe übrigens einen Tipp bekommen von einem Zuschauer. Nein. Ich bin nämlich wieder am Start. Ich habe einen Tipp bekommen von einem Zuschauer. Er hat nämlich gesagt, dass wir das Schadensmodell auf realistisch stellen sollen und nicht auf Simulation. Das würde nämlich dann zur Folge haben, dass wir tatsächlich nicht so oft unsere Reifen verlieren, hat er gesagt. Also, ich habe ja in den letzten Rennen immer sehr unglücklich mit 10 km/h gegen die Wand gefahren, direkt ist der Reifen weg. Er hat gesagt, das liegt an der Einstellung Simulation bei der Schadensmodell, was auch immer, wie das sich das nennt. Ja, dann müssen wir da mal. Und das ist bei mir auch so oft das Problem gewesen, dass ich ein bisschen Pech hatte, dass immer, wenn ich einen Crash hatte, direkt der Reifen weg war. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte ich da auf jeden Fall ein bisschen. Ich habe richtig Angst, von Platz 6 zu starten. Ja. Wenn ich gut starte, dann nicht vielleicht vorne drin. Wenn ich schlecht starte. Gut starten, das ist ein gutes Stichwort. Da habe ich auch einen Tipp bekommen hier vom geilen Jan Janodopoulos. Also sagst du so 11.000 Umdrehungen. So 10, also ich versuche immer 10.000. Und ich weiß, in Brasilien bin ich mit 11.000 richtig, richtig gut gestartet. Probiere ich so zwischen 10 und 11, aber ich bin echt nicht der King da drin. Oder es war wahrscheinlich wirklich gar nicht, sondern es war hier USA. USA, ja. Ja, Brasilien bin ich bestimmt auch gestartet. Ja. Also gut. Überall. Ich habe euch ein bisschen was erklärt. Ich muss erstmal hochstellen. Warum ich denke, warum hier alles so doof läuft. Und dann würde ich sagen. Oh, ich hatte einen richtig schlechten Start. Nee. Aber meine Umdrehungszahl war diesmal gut, aber ich habe einfach nicht die Kupplung losgelassen. Ich auch. Ich habe mich so auf die Zahl konzentriert, dass ich die Kupplung auch zu spät losgelassen habe. Also ich habe sie zwar, war okay. Ich werde ultra, glaube ich, am Heck habe ich Kuss. Boah, gepackt. Ich auch. Aber richtig, ich bin auf dem Rasen. Ich bin auf dem Rasen. Alter, ist das ein Struggle. Gelbe Flagge ist auch hier am Start. Alter, er schubst mich. Ich lass mich wieder zurückfallen. Ich war gerade Platz 16 oder 15 oder so. Aber das ist so ein Chaos. Ich bin wieder zurück. Auf Platz 9, Platz 8. Aber ich habe auf rechts und links gelber Frontflügel. Ich bin wieder zurück auf Platz 20. Ersten Kurve habe ich gut Plätze gemacht. Und dann wurde ich geschubst und habe mich dann zurückfallen lassen wieder. Gelber Frontflügel, ey, wie krass bremsen die. Ich hab so auf die Bremse gedrückt und hab's nicht geschafft. Wieso hat er denn jetzt schon wieder mein Mikrofon nicht? Das ist so dumm bei F1, wirklich, das ist so das Bugspiel einfach nur. Weißt du, nichts an den Einstellungen verändern und plötzlich, ja, hier kennt er mein Mikrofon nicht. Alter, ich bremse so stark und ich fahr den immer drauf. Hast du eigentlich auch einen Schaden am Auto? Ja, bin ich. Echt? Vorne links, ja, wie gerade gesagt, also nach der langen Gerade, wo eigentlich nichts Gefährliches war, ich konnte nicht so stark bremsen wie die. Ich habe die Bremse durchgetreten und rollte trotzdem drauf. Nur ganz leicht auch, irgendwie nur so fast noch durchsichtig hier. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich habe zwar auf beiden Seiten jetzt gelb, aber. Ich habe übrigens vorhin gecallt, Leute, dass ich in Runde 2 rausfliege. Schauen wir mal, ob ich es halten kann, mein Versprechen. Also man merkt es schon. Ich würde gerne auch länger fahren, habe ich kein Problem. Ein bisschen trainieren, ein bisschen Spaß haben. Gott, okay, im ersten Sektor merkt man es richtig krass bei den schnellen Kurven. Jetzt bin ich nur noch Platz 9. Ich wollte gerade sagen, vielleicht komme ich ein bisschen an die da vorne. Bitte ran, fahr einfach wieder defensiv. Ich habe es dir letztes Mal schon gesagt. Oder ja, ich überlege halt, ob ich jetzt an die Box gehe oder nicht. Das weiß ich nicht. Dann müsstest du halt gelb-gelb fahren, ne?
Wieso? Ich kann auch auf weiß. Hast du gesoffen? Haben wir weiß überhaupt dabei? Ja, haben wir. Weil gelb, weiß ich nicht, ob gelb jetzt schon funktioniert. Die haben das ja ansonsten, also. Ja, ich würde sagen, es funktioniert. Aber ist mir egal, mach was du willst. Ich würde nicht sagen, dass gelb unbedingt funktioniert. Vielleicht kann ich mit weiß durchfahren. Außerdem habe ich gerade mir den 8. Platz schon wieder überholt. Währenddessen ich meine Reifeneinstellung verändert habe. So gut. Alter, da muss man schon heftig sein. Ach, bisher ist die zweite Runde ja okay. Meine Angstrunde. Ich würde gerne auch noch irgendwie so insgesamt 28 Runden fahren. Ich entscheide mich jetzt in dieser Runde. Also ich fahre die jetzt noch zu Ende und fahre jetzt die dritte Runde quasi und in der dritten Runde entscheide ich mich, ob ich an die Box gehe oder nicht. Mach was, Mox. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Boah, da war wenn du jetzt natürlich rausfliegst, dann ärgerst du dich. Ja, ich muss einfach mit dem gelben Frontflügel Davi nicht so hart attackieren. Ja, ich habe auch einen gelben links und der schmeckt eigentlich gar nicht, finde ich gerade. Also bei mir ist einmal hellgelb und einmal eher so orange. Bei mir ist auch hell, aber das schmeckt schon irgendwie 0,0. Auf der linken Seite. Ist auch mehr so, dass ich die hinter mir aufhalte, als dass ich an die vorne rankomme. Deswegen glaube ich, ich wechsle tatsächlich. Also, ich werde an die Box gehen und hole mir weiße Reifen. Okay. Weiß nicht, also ich habe keinen Bock. So schwer ist der Schaden nicht. Natürlich merkt man's, aber... Erstmal Vorderkraftbremsverteilung eingestellt. Das habe ich schon gemacht, ja. Und in dem Fall hat's mir irgendwie nicht so viel gebracht. Das war richtig schlecht. Auf welchem Platz bist du denn? Ja, immer noch hinten. 20. Echt? Auf Platz 20? Ja, klar. Ja, hätte ich aber jetzt noch mehr erwartet. Wieso das denn? Ich bin gestartet, dann als ich hinter denen war, bin ich in den reingefahren, dann habe ich gedacht, okay, machen wir locker. Mager gestellt und so. Ja, ich muss trotzdem nicht überholen. Die rammen mich eh nur weg, wenn ich da jetzt überhole. Ich gar keine Lust. Und auf der Geraden bin ich nie dran gewesen. Auf der Geraden würde ich also überholen. Jetzt. Bist du gleich auf jeden Fall nicht mehr letzter. Auf der Geraden würde ich überholen, aber ich komme nie auf der Geraden ran. Und wenn, dann schaffe ich es nicht, wie gerade eben. Geil. Alter, es ist 8,3 Sekunden. Guter Boxenstopp, hätte ich gesagt. So, wenn ich jetzt gut rankomme... Weiße Reifen, Alter, ich habe richtig Angst. Dann könnte ich eventuell... Komm schon, weiß nicht Reifen, gut wenn ich fuck. Einfahre, nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahre, wenn ich die Gas weißen Reifen mit. Ordentlich einfahre und dann durchfahren kann damit. Das wird nix. Glaubst du? Für mich, meine ich gerade. In dieser Situation. Ich wollte in der Geraden überholen, aber ich schaff's nicht. Glaubst du, ich kann mit weiß durchfahren? Nee. Hä, hey, gelb, hab ich gesagt und du sagst, nee, gelb nicht, aber weiß ja, hä? Das macht so gar keinen Unterschied. Also da. Mal klar, war das ein Unterschied. Nee, ich denke, dass zweimal gelb mehr hält als weiß. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß es nicht, ich hab's nie getestet, aber. Doch, also das denke ich auch. Aber. Ich denke nicht, dass das weiß gelb reicht. Du kannst weiß-rot oder so nochmal. Rot sind, glaube ich, die besten hier, ne? Gelb hält irgendwie, keine Ahnung. 16 Runden oder so hält gelb. Deswegen, Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Hey, ich schätze es nicht bestimmt so ein. Auch, ich schätze die Strecke sehr abnutzend ein, also die ist schon für die Reifen nicht ganz so geil. Alter. Eis schmeckt auf jeden Fall nicht. Ja. Das ist scheiße, ist das... Aber oh, hab ich den weggerammt, Alter, es tut mir leid. Gelb hätte ich...
würde ich sagen, halt nicht geschafft. Er sagt hatte. Sehr gut, nice. Ich habe den so weggerammt, wieso hättest du es nicht geschafft, ey? Ja, ich glaube nicht, dass das hätte Gelb so vom Reifenverbrauch geschafft hätte. Ach so, das meinst du? Ja, aber dann denke ich auch nicht, dass du weiß schaffst eben. Ach, keine Ahnung, probier's einfach aus. Aber ich denke schon, dass Gelb besser gewesen wäre. Du hättest halt nur einen Boxenstopp mehr gemacht, wenn... Aber ich fahre gerade lila Sektoren. Ja, du bist auch gut. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Schau einfach mal. Aber ich denke, dass du nochmal auf Rot wechseln musst. Drück dir alle Daumen. Eigentlich hätte ich auch nichts dagegen, nochmal einen guten Saisonabschluss zu machen. Und das wäre schon mal gut, wenn ich durchfahren würde. Egal welcher Platz. Da wäre ich dann schon mal ganz stolz auf mich. Aber das ist natürlich gefährlich. Ja, das ist mit dem gefährlich. Kann ich nur zustimmen. Boah, fuck, aber ich muss jetzt ein bisschen attackieren gerade. Gerade bieten sich auch die Chancen, auch wenn das natürlich sehr kritisch gerade aussah. Ja, leck mich. Kannst gleich sehen, wie schnell meine Zeit ist. Scheiße, ist das schlecht von mir. Unerlaubtes Überholen, ja, es ist auch schlecht gewesen. Wait, what? Wurde meine Zeit gerade nicht schnell angezeigt? Ich hätte gerade ein grün und zwei lilane Sektoren. Und ich hatte nicht die schnellste Runde. What? Oh, what? Okay, aber wieder lilaner Sektor, also ich wäre immer schneller. Nur der zweite war nicht lila, also der zweite, da muss irgendwer so schnell gewesen sein. Ja, ich. Dass er meine beiden lilanen Sektoren damit ausgemerzt hat. Wie krass ist das denn? Vielleicht war es aber so schlecht. Ja, kann sein. Zweiten, dass der gar nicht so gut sein muss, der Typ. Also das war gerade auf jeden Fall im zweiten hier bei mir gerade schlecht. Aber naja, insgesamt fahre ich dann schon trotzdem noch gute Zeiten. Ja klar, im Vergleich zu mir zum Beispiel, der hier auch aufholen will, fährst du schon deutlich wieder besser. Wieder nur einen grünen Sektor in Sektor 2. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass er da zumacht und dann mich gegen die Wand damit haut. Aber hat er zum Glück nicht gemacht. Jetzt fahre ich gerade sehr aggressiv und das ist nicht gut, weil ich es eigentlich nicht drauf habe. Aktuell, mit der aktuellen Verfassung zumindest nicht. So wie ich aktuell drauf war in der Saison. Halt echt schade, wenn die letzten Rennen halt, wäre das tolle Rennstrecken, weil wie gesagt, also das hat ja noch nie in irgendeiner Saison fand ich die letzten Rennstrecken gut. Und jetzt. Ja, Was? Oh, ich bin nicht mehr letzter. Upsi, ich habe damit nichts zu tun. Könnte sein, dass es Hülkenberg ist, oder? Ja. Ich sehe ja auch andere Autos jetzt. Ja, das. Beetle, was macht der denn? Echt, ist der auch da? Der ist auf Platz 18. Ja, den habe ich wohl. Der ist jetzt direkt vor mir und der ist ja auch relevant für mich. Echt jetzt? Ja, der. Der könnte mich noch überholen, der ist auf Platz 4, ich bin auf Platz 3 und der könnte mich rein theoretisch, der müsste da super viele Punkte bekommen und ich dementsprechend super wenig, aber er kann mich rein theoretisch, kann er mich noch überholen. Und ich kann auch noch Hamilton überholen, der auf Platz 2 ist. Aber ich fahre mit harten Reifen, mit weißen, gegen Vettel mit roten, weichen, also... Weil er kommt trotzdem näher ran, habe ich das Gefühl. Oh, das war mal ausnahmsweise eine schlechte Kurve. Ansonsten muss ich sagen, für weiße
Reifen fahre ich verdammt gut, aber ich will mich lieber nicht loben. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen viel Gelobe hier jetzt. Es wird wahrscheinlich bestraft. Hoffen wir es mal nicht. Aber ich denke, es könnte sein, dass meine Zeit gleich nochmal angezeigt wird. Weißen Reifen, so langsam sind sie warm gefahren. Krass, ich fahre zwar die ganze Zeit schon lila Zeiten, aber... Oh, schnellste Runde. Ja, du wirst mir jetzt auch gleich im Nacken sein. Boah, Alter, die sind ja jetzt alle an der Box, aber... Okay, ich bin Platz 17 jetzt. Boah, ich habe jetzt richtig viele Autos direkt vor mir und okay, das war schlecht. Das schmeckt gar nicht, dass ich die jetzt quasi durch meinen Boxenstopp, dass ich nicht an denen schon vorbeigekommen bin, an diesen Idiots, die quasi echt weit hinten... Sind die vor dir rausgefahren oder was? Ja, ja, sind zwei direkt vor mir rausgefahren. Ja, dann habe ich es noch gut erwischt, ich bin nämlich an denen vorbei. Aber mich wirst du jetzt gleich einholen. Und, ja, noch ein, zwei andere hier. Also du warst noch nicht an der Box? Nee, ich gehe jetzt. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Oh, da sind Teile geflogen. Und da musste ich so krass ausweichen. Ich habe zwar eine 3-Sekunden-Strafe für bekommen, aber die haben sich weggerammt und ich musste deswegen ausweichen. Und nicht. Für was hast du eine 3-Sekunden-Strafe bekommen? Ja, naja, ich musste die Kurve abkürzen. Ach so, okay. Weil die sich vor mich, vor mir gerammt haben und die werden nämlich reingefahren. Vor mich, haha! Oh Mann. Ja, okay, ich bin an der Box. Ich bin impressed. Die Kamera kann ich perfekt starten, die wäre jetzt in einer Minute ausgegangen. Und ich bin schon mal 9 Runden gefahren. Lol, ich bin echt weit nach vorne gekommen und alle machen einen Boxenstopp noch. Ich wahrscheinlich ja auch. 8,3 bei mir. Weißt du noch, was bei dir war? Bei mir war es auch 8,3. Ich bin jetzt auf Platz 8, also ungefähr da, also sogar ziemlich genau da, wo ich vorher war. Also ich bin ziemlich schlecht. Und Vettel, der war doch noch gar nicht in der Box, glaube ich. Bin wieder auf 18, das nervt mich ein bisschen. Aber jetzt habe ich wieder einen guten Frontflügel. Und habe schon wieder die Kurve abgekürzt, schon zum zweiten Mal. Mache ich natürlich nicht mit Absicht, aber ich lenke da immer ein bisschen. Hast du auch schon eine Strafe bekommen, oder? Nee, nur 2 Verwarnungen, aber wenn ich es nochmal mache. Das ist relativ Ricardo, wahrscheinlich, dass ich es nochmal mache. Der hässliche. Ist relativ wahrscheinlich, dass ich es nochmal mache, weil der Fehler passiert mir immer wieder. Dann kriege ich eine Nichts Strafe. Nichts gibt's! Oh Gott! Da muss ich hart verteidigen, hat mir natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet. Also der Vettel, der muss doch. Der war doch noch nicht in der Box. Ricardo, der war, glaube ich. Ich meine. Viele fahren wahrscheinlich rot, rot, gelb. Ich fahr ganz crazy Strategien. Okay, also Ricardo hat auf jeden Fall gerade gewechselt. Das hat er mir gerade gesagt. Ich würde gerne mal selber fragen, wie alt die Reifen von Vettel sind. Geht halt nicht, ne? Aber ja, ich flieg gleich raus, dann kannst du es sehen. Nein, du fliegst nicht raus. Ja, also es bringt mir zwar nichts, aber ich will trotzdem zu Ende fahren. Ich werde weder Punkte holen, noch bringen mir die Punkte irgendwas, falls ich sie holen würde. Aber ich so, aber du kannst doch, kannst du deinen Platz noch verlieren oder kannst du nach vorne noch irgendwie? Das weiß ich nicht, ist auch egal, also ob ich jetzt Platz 8 bin oder Platz 9 oder so. Oh, hier ist was passiert auf der langen Geraden. Stimmt, da vorne sehe ich was. Ja, war gelbe Flagge, hier ganz, ist ein langsames Auto. Ich hab mich. Grosjean wurde ausgeschlossen aus der Session. What the fuck? Finde ich gut. Er ist da ganz langsam auf der langen Geraden gefahren. Nochmal gelbe Flagge, hier ist nochmal irgendwas. Ja, das ist der selbe Typ. Ne, der ist ja raus.
Nicht derselbe Typ. An dem war ich auch schon selber vorbei. Ja doch, das ist wegen Grosjean. Echt? Ja, der steht halt nur, der ist noch ein bisschen gefahren und hat sich jetzt dann dahingestellt. Grüne Flagge. Safety Car. Ja, hätte ich kein Problem mit. Der zweite Sektor ist bei mir der beste. Der zweite Sektor ist bei mir richtig kacke. Also ich fahre immer. Ich fahre. Jetzt nicht mehr, aber ich habe immer ersten und dritten Sektor lila gefahren und zweiten nur grün. Also ich habe mich da schon verbessert, aber der zweite ist mein schlechter Sektor. Also ich fahre immer rot, grün, rot. Also der zweite ist bei mir der beste. Boah, ich bin jetzt auf Platz 4. Was? Krass. Ja, weil immer noch welche an die Box gehen mussten. Also Vettel, der doch irgendwie schon an der lila Box Sektor. Aber nur den Alter, dritten. Was, Kevin Magnussen mit einer lila Zeit? Ja, der ist auch hinter mir, dieses Arschloch. Ich komme nicht von dem Typen weg, der ist einfach hinter mir die ganze Zeit. Deswegen ist er auch so krass. 17% habe ich. Ich glaube, ich kann durchfahren. Ich würde es dir wünschen, dann hättest du auf jeden Fall einen Mega-Vorteil. Mega, wirklich. Ich meine, ich bin Ende Runde 3 an die Box gegangen. Jetzt Mitte Runde 11 und ich habe 17% auf dem schlechtesten. Am Ende wird es dann natürlich haarig, irgendwie mit 50% oder so, aber... Haarig. Also an den Vettel mit den roten Reifen, also der gewinnt auch ein bisschen Abstand. Und ich muss mich wirklich Alter, auch gegen den Ricardo, der neue rote Reifen sogar hat, muss ich mich richtig krass verteidigen, zwar. Aber wenn ich halt nicht mehr wechseln muss, dann ja, wäre das dann halt ist so... locker. Ja. Dann ist Platz 1 drin. Ja, auf jeden Fall. Wenn du es gut fährst und nichts verkackst, ist auf jeden Fall drin, ja. Ich glaube, bei mir wird was möglich, was sehr lange nicht mehr möglich gewesen ist. Es kommt, glaube ich, jetzt gleich eine Zeit von mir. Alter. Ja. Gut gemacht. Du bist die. Was für Reifen hast du? Rot, ne? Gelb. Gelb? Ja.